Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns durch deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit dir lebt und regiert in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Seht, mein Knecht hat Erfolg. Er wird groß sein und hoch erhaben. Viele haben sich über ihn entsetzt. So entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. Jetzt aber setzt er viele Völker in Staunen. Könige müssen vor ihm verstummen. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat unserer Kunde geglaubt? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Ruchlosen gab man ihm sein Grab, bei den Verbrechern seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht. Er rettete den, der sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird Nachkommen sehen und lange leben. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Nachdem er so vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich.
Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen. Und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener, der hohen Priester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie. Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert weg. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt.
und ging mit Jesus in den Hof des hohen priesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Nichts habe ich im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört, was ich zu ihnen gesagt. Sie wissen nicht, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas, gefesselt zum hohen Priester Kajaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Nein. Einer von den Dienern des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früher Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage hebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn hier nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk, die hohen Priester, haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Paschafest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geiseln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Heil dir, König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht,
Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser an. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen. Die hohen Priester antworteten: Wir haben einen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus, er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf der hebräischen Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, latein und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klophas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vorbei war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf.
war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man solle an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesu bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte seine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Thank you.
Gläubige, die Sie mit uns verbunden sind in dieser wichtigen Stunde. Wenn ein Mensch stirbt, dann kommen normalerweise die Verwandten zusammen. Und Jahre noch später erzählt man sich, was waren die letzten Worte des gerade damals Verstorbenen. Ich möchte Sie einladen, dass wir heute Nachmittag gemeinsam einmal überlegen, was waren die letzten Worte Jesu und was können diese Worte uns sagen? Welche Bedeutung haben sie für uns? Da ist ein Satz, der heißt: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Jesus betet diesen Satz wie alle Juden jeden Abend. Die Juden beten jeden Abend diesen Satz: In deine Hände, o Gott, befehle ich meinen Geist. Und so betet Jesus diesen Satz auch am Ende seines Lebens, am Abend seines Lebens. Wie ist es mit uns am Abend? Oft sind wir am Abend zerstreut. Hand aufs Herz, wer von uns hat nicht am Abend als letzten Blick noch das iPhone? Nochmal schauen, was heute noch so gewesen ist, dass wir nichts verpassen. Manchmal gehen wir auch zu Bett mit den ganzen Sorgen und unser Alltag begleitet uns bis in die letzten Minuten. Haben wir noch ein Abendgebet? Jeden Abend seinen Lebensgeist in Gottes Hände übergeben und darum bitten, dass dieser Lebensgeist am nächsten Morgen von Gott erneuert wird und zurückgegeben wird, dass wir wieder neu mit neuem Geist aufwachen, mit neuer Lebensfreude. Das wäre eine Lebenskunst, die wir von Jesus, unserem Erlöser, lernen dürfen. Jeden Abend bewusst Danke sagen: In deine Hände gebe ich nun mein Leben. Dann spricht Jesus: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Leben, wie wir alle wissen, geht nie glatt. Ich zumindest kenne niemanden, bei dem das so ist. In jedem Leben gibt es Auseinandersetzungen. In jedem Leben gibt es Böses, böse Worte. Es gibt Menschen, die uns verletzen. Ja, es gibt Menschen, die uns auf die Nerven gehen. Dass wir sagen, das halte ich nicht mehr lange aus. Ja, es gibt Menschen, die würden wir, salopp gesagt, am liebsten auf den Mond schießen. Und in jedem Leben gibt es auch Brüche, Verwundungen, Narben, Freunde, die wir aus den Augen verloren haben, manchmal bewusst, weil irgendetwas gewesen ist. Und Jesus gibt uns also in diesen wichtigen Worten ein Heilmittel auf dem Weg. Am Ende wird nur der zufrieden sein und ruhig, der auch vergeben kann, der auch Unrecht einmal ruhen lassen kann. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wäre eine weitere Lebenskunst, die der Heiland uns mitgibt, dass wir auch die, die wir nicht mögen, mit in unser Gebet nehmen. Dann sagt Jesus, wir haben es gerade gehört: Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Wie oft höre ich das an Sterbebetten? Pass mir auf die Mutter auf. Oder kümmert euch bitte um das Sorgenkind in der Familie. Denn wenn wir am Ende unseres Lebens sind, dann sehen wir die Dinge noch mal deutlicher. Das Leben geht nur gut, wenn die Generationen sich die Hand reichen, wenn sich zunächst die Eltern um die Kinder und dann später die Kinder um die Eltern sorgen.
Und Jesus gibt uns auch da seine eigene Mutter mit auf dem Weg, als große Behüterin. Schauen wir also immer wieder auch auf Maria. Dann gibt es einen weiteren Satz. Wahrlich, ich sage euch, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das sagt Jesus zu dem, der mit ihm gekreuzigt wird. Es gibt immer in unserem Leben Phasen, in denen man meint, es geht alles schief. Auch das haben Sie, das habe ich oft erlebt. Phasen, in denen wir sagen, nichts haut hin. Und viele von uns denken, dass vielleicht auch jetzt in der Corona-Krise, dass wir uns sagen, alles, worum ich mich bemüht habe, alles, was ich aufgebaut habe, jetzt habe ich investiert in mein Geschäft und jetzt geht alles den Bach runter. Alles, worum ich mich so bemüht habe. Und wie gut tut es dann, wenn wir ein Wort der Hoffnung hören. Ich sage dir heute noch, wird es dir wieder besser gehen. Das Wort, das dir hilft, das kannst du dir nicht selber geben. So heißt ein altes Sprichwort. Es muss dir ein anderer sagen. Nehmen wir uns auch das zu Herzen. Sagen wir unseren Mitmenschen, es wird alles wieder gut. So wie Jesus zu seinen Mitmenschen sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Flüstert Gott uns das immer wieder zu, Hoffnungsworte. Wir brauchen nicht verzweifeln, weil wir nie alleine sind, wenn wir glauben. Dann sagt Jesus, mich dürstet. Ja, so ist es. Solange wir Hunger und Durst spüren, dann sind wir lebendig. Dann leben wir. Hunger und Durst auf Neues haben dürfen. Wenn wir das haben, Hunger und Durst auf Neues, dann sind wir lebendig. Wer Augenblicke genießen kann, wer auch im Alter noch sagen kann, ich bin gespannt, was da noch alles auf mich wartet, dem dürstet nach Leben. Gott dürstet danach, dass wir seinen Willen in unserem Leben erkennen. Denn sein Wille für unser Leben ist ein Leben in Fülle. Wir sollen leben, wissend, dass Gott mit uns geht. Und wenn wir seinen Willen suchen, dann haben wir ein Leben in Fülle. Dann sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben es gerade gehört, Jesus stirbt nicht als Held. Er stirbt mit dieser Klage, warum hast du mich verlassen, Gott? Und auch das gehört zu unserem Leben. Wie oft habe ich das im Beichtstuhl gehört, von besonders der älteren Generation, ich habe mit Gott gehadert. Wir dürfen an Jesus ablesen, wer sein Leben, seine Not vor Gott zur Sprache bringt, der hadert nicht mit ihm, sondern er wirft im Gebete alles zu ihm, wie als ein letzter Rettungsanker. Gott, wir dürfen ihm immer alles sagen, gerade dann, wenn wir in Not sind. Und schließlich sagt er, es ist vollbracht, auch das kennen wir, wir haben etwas Gutes erledigt, wie wir jetzt nach dieser Liturgie werden wir sagen, es ist vollbracht. Wenn wir das sagen, dann haben wir etwas abgeschlossen. Besser noch, wenn es eine runde Sache war. Jesus sagt es auch, es ist nun vollbracht. Kraft und Lebensenergie hat er investiert. Das dürfen auch wir am Ende des Tages und am Ende des Lebens sagen, ich bin mit etwas fertig geworden. Diese Gedanken wollte ich mit Ihnen teilen. Wenn wir nun auf das Kreuz Jesu blicken, dann dürfen wir diese Worte in uns noch einmal lebendig werden lassen. Und dann dürfen wir unserem Herzen zu Jesus sagen, denk auch an mich.
Denk an alle Menschen, die Angst haben in der jetzigen Situation. Und dann wird er uns ein Hoffnungswort zuflüstern. Es ist alles gut. Du bist erlöst. Ich habe für dich gelitten. Amen. Wir wollen nun den Herrn in den ganz großen Fürbitten um seine Gnade und seine Hilfe bitten. In besonderer Weise denken wir natürlich an alle Menschen, die leiden in dieser besonderen Zeit, in der wir leben. Überall auf der Welt werden nun diese Fürbitten gesungen und gebetet. Mit allen Gläubigen wissen wir uns nun verbunden. Lasst uns bitten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden gebe auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns sein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde im festen Glauben verharre. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus, der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gib ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für unseren Bischof Wolfgang, für alle Bischöfe, Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und für das ganze Volk Gottes. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Katechumenen. Unser Herr und Gott öffne ihr Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit.
Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus der Quelle der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir in Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der Heiligen Kirche. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitte mir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Beten für alle, die nicht an Jesus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und sie auf dem Weg des Heiles führe. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in der brüderlichen Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass ich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernissen dich finden und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für die uns Regierenden. Unser Herr und Gott, lenk ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Menschen. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen. Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum. Er nehme die Krankheiten hinweg. Er vertreibe den Hunger. Er vertreibe alle Seuchen und alle Epidemien. Er löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuge die Knie, erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, gib den Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen. Excellenium crucis. Excellenium Excellenium
Thank you.
Gemeinsam wollen wir nun beten, wie Jesus es seinen Jüngern gelehrt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seht Jesus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Leib Christi. Alte Lied singen, O Haupt, voll Blut und Wunden. Wir wollen alle drei Strophen singen und Sie sind natürlich eingeladen, zu Hause mitzusingen. So können wir der Passion Jesu gemeinsam noch einmal gedenken. Musik.
Lasset uns bitten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und das Leiden deines Sohnes hast du uns das neue Leben gegeben. Bewahre in uns, was deine Liebe gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses heiligen Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Herr, unser Gott, reicher Segen, komm herab auf die Menschen, die den Tod deines Sohnes begangen haben und die Auferstehung erwarten. Gib ihnen Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und einst die ewige Erlösung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.